Ich bin mit Shah im Phileas Fox verabredet, einem Restaurant auf dem Gelände der Montgomery Golf Academy. Schon morgens um 9 Uhr brennt die Sonne so stark, dass gerade mal ein einziger Golfer ein paar Abschläge probiert. Die Bälle fallen auf sattes Grün. Es müssen Unmengen von Wasser sein, die in die Driving Range gepumpt werden. Shah, 51 Jahre alt, lebt auf der Palme, einer künstlich angelegten Inselgruppe. Er bewohnt dort 1000 Quadratmeter, die einmal dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher gehört haben. Als Shah erfuhr, wer sein Vorbesitzer war, wollte er das Haus in Ferrari-Rot anstreichen lassen, aber seine Frau war dagegen. Mittlerweile ist ihm das Haus etwas zu groß. Zwei seiner drei Kinder gehen in England zur Schule. Das jüngste ist Autist, weshalb Shah die Stiftung Autism Rock gegründet hat. Finanziell läuft es im Moment nicht so gut für Shah. Die Behörden in Dänemark und Deutschland haben sein Vermögen einfrieren lassen. Genaue Zahlen sind schwierig zu bekommen. Nach allem, was man weiß, verdiente Shah mit Cum-Ex-Geschäften wohl 500 bis 700 Millionen Euro. Der Steuerschaden, den er mit seiner Firma durch die kriminellen Aktiendeals angerichtet hat, geht in die Milliarden. Allein der dänische Staat soll rund 1,2 Milliarden Euro verloren haben. Seit 8 Jahren beschäftige ich mich als Journalist überwiegend mit Cum-Ex. Ich habe Richter, Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizisten kennengelernt, die versuchen, Teile des größten Steuerraubs der Geschichte aufzuklären. Meine Recherchen für verschiedene Redaktionen haben mir auch ermöglicht, mit der anderen Seite zu sprechen, mit Bankern, Beratern, Anwälten und Investoren, die sich mit den Deals die Taschen vollstopften. Sanjay Shah, britischer Staatsbürger mit indischen Wurzeln, ist einer der größten Fische unter all den skrupellosen Verbrechern, die sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert haben.